Dass ein Biergarten zur Rennstrecke wird, sieht man nicht alle Tage. Zum Geburtstag des Hofgeismarer Wirtshauses Köpenick veranstaltete Inhaber Frank Jeskas mit dem örtlichen Enduro-Club ein Motocross-Cup in seinem Garten, bei dem 30 Fahrer an den Start gingen. Atemberaubende Szenen gab es einige an den beiden Wochenendtagen, wobei Volker Hermsdorf mit seiner Autoshow für besonderes Aufsehen sorgte. Und was hat eigentlich Moderator Robert Mohr am besten an der Veranstaltung gefallen? Die kleinen Sechsjährigen, die sind den meisten Besuchern ans Herz gewachsen, die haben alles gezeigt. Und es ist erstaunlich, was so Sechsjährige hier schon drauf haben mit ihren Maschinen. Das war für mich das Schönste an dem ganzen Wochenende. Und was ist überhaupt mit dem kaputten Rasen? Der Rasen tut mir schon ein bisschen leid, aber das Haus und das Grundstück hat in den letzten 162, 163 Jahren bald so viel erlebt, da ist so viel passiert in und um Grundstück, da ist das eigentlich noch eine gute Ergänzung, dass der Rasen mal ein bisschen aufgelockert wurde in den letzten 2 Tagen.